Willkommen, Freunde. Die Regenwälder Südamerikas beeinflussen die Vielfalt der Tierarten. Aber Leben gibt es hier nicht nur am Boden und in den Baumkronen. Auch in den Tiefen des Wassers verbirgt sich eine reichhaltige Welt, in der es Platz für harmlose Kreaturen und echte Monster gibt. Wer sind also diese Kreaturen, denen übermäßige Aggressivität und Gefräßigkeit zugeschrieben werden? Und sind sie gefährlich für den Menschen? Der Held der heutigen Ausgabe hat eine wirklich unglaubliche Kraft, die ihn in die Lage versetzt, selbst Raubtieren mit den größten Zähnen zu widerstehen. Dies ist eines der erstaunlichsten Wesen unseres Planeten, der Zitteraal. Trotz seines Namens und Aussehens ist der Zitteraal eigentlich kein Aal und gehört zu der Art der Meeresaale aus der Ordnung der Neuweltmesserfische. Die Größe des Fisches ist beeindruckend. Ausgewachsene Tiere werden bis zu 2,5 Meter lang und erreichen ein Gewicht von 20 Kilogramm. Der längliche, rundliche Körper hat keine Schuppen und seine dunkelbraune Färbung kontrastiert mit der leuchtend orangefarbenen Unterseite des Kopfes. Die wichtigste Rolle bei der Fortbewegung spielt eine lange Flosse, die es dem Zitteraal ermöglicht, sich mit einer Geschwindigkeit von 8 Kilometern pro Stunde fortzubewegen. Diese Fische bewohnen die Flüsse im Nordosten Südamerikas und Nebenflüsse des mittleren und unteren Amazonastroms. Der Zitteraal bevorzugt Sümpfe sowie kleine Flüsse und Seen. Er hat ein schwaches Sehvermögen, sodass er sich in schmutzigem und trübem Wasser am wohlsten und sichersten fühlt. Wie alle elektrischen Fische sind Zitterale in der Lage, schwache elektrische Signale für die Navigation und soziale Kommunikation mit anderen Zitteralen in der Dunkelheit oder im trüben Wasser zu nutzen. Zur Orientierung verwendet der Fisch eine schwache Spannung, 10 Volt, und das elektrische Feld erstreckt sich in einem Radius von 5 Metern. Einige der elektrischen Rezeptoren sind auf das Erkennen von nicht-elektrischen Fischen spezialisiert, andere darauf, Signale von Artgenossen zu erkennen. Die Fähigkeit, elektrische Signale zu erkennen, ermöglicht es den Zitteraalen sogar, den Herzschlag anderer Fische zu spüren. Überraschend ist, dass der Fisch den Hauptteil des Sauerstoffs aus der Luft bezieht, sodass er alle 10 bis 15 Minuten gezwungen ist, an die Wasseroberfläche zu kommen. Wenn man ihm diese Möglichkeit nimmt, stirbt er. Die Fähigkeit des Zitteraals, atmosphärischen Sauerstoff zum Atmen zu verwenden, ermöglicht ihm, mehrere Stunden außerhalb des Wassers zu verbringen. Aber nur, wenn sein Körper und seine Mundhöhle feucht bleiben. Diese Besonderheit gewährleistet eine erhöhte Überlebensfähigkeit. Aber natürlich ist das Hauptmerkmal dieser Kreatur die unglaubliche Fähigkeit, elektrischen Strom zu erzeugen. Das Interessanteste am Körper der Zitterale sind seine elektrischen Organe, die mehr als 2/3 der Körperlänge einnehmen. Der positive Pol dieser Batterie liegt an der Vorderseite des Körpers des Aals, der negative an der Rückseite. Die höchste Entladungsspannung kann nach Beobachtungen in Aquarien 650 Volt erreichen. Aber in der Regel ist sie geringer und bei Fischen mit 1 Meter Länge nicht höher als 350 Volt. Diese Leistung reicht aus, um 5 Glühlampen zum Leuchten zu bringen. Die elektrischen Hauptorgane nutzt der Aal, um sich vor Feinden zu schützen und Beute zu lähmen. Es gibt noch ein zusätzliches elektrisches Organ, aber das von ihm produzierte Feld spielt die Rolle eines Ortungsgeräts. Mithilfe von Interferenzen, die innerhalb dieses Feldes auftreten, erhalten Zitterale Informationen über Hindernisse und über die Annäherung möglicher Beute. Bei der Jagd setzt der Zitteraal eine Spannung von 300 bis 600 Volt ein. Der Angriff des elektrischen Aals besteht aus 4 bis 8 Entladungen. Sie sind kurz, sie dauern nur 2 bis 3 Tausendstel Sekunden. Bei Annäherung an das Opfer setzt der Aal eine elektrische Entladung frei und die verfolgten Fische sowie alle Lebewesen in der Umgebung werden gelähmt. Der Aal muss nur noch das am besten geeignete Opfer wählen. Mit weit aufgerissenem Maul verschluckt er nacheinander Fische, Krabben und andere kleine Tiere. Beim Schlucken schnauft er und macht ein Geräusch, das aus der Ferne zu hören ist. Natürlich kann der Zitteraal seine Hauptwaffe nicht nur zum Angriff, sondern auch zur Abwehr einsetzen. Der schwarze Kaiman ist das größte Raubtier des Amazonasbeckens.
Er hat einen robusten Panzer und ein riesiges Maul voller scharfer Zähne, wodurch er eine große Auswahl an möglicher Beute hat. Aber dieses Mal hat der Jäger einen Fehler gemacht und statt einer nahrhaften Speise wartet auf ihn eine böse Überraschung. Hunderte von Stromstößen lähmen den Räuber vollständig. Der Zitteraal braucht jedoch Zeit, um seine Kapazitäten aufzuladen. Der Keimer nutzt den Moment, um vor dem unangenehmen Gegner zu fliehen. Wenn der Räuber sich entschließt, nicht aufzugeben, könnten noch viel schwerwiegendere Folgen auf ihn warten. Der Zitteraal selbst ist dem Einfluss des Stroms nicht ausgesetzt. Seine elektrischen Zellen sind zuverlässig von anderen Teilen des Körpers isoliert. Die Haut fungiert auch als Dielektrikum. Die ersten Informationen über den Zitteraal erhielten die Europäer von spanischen Konquistadoren. Die erste detaillierte Beschreibung entstand im Jahr 1729. Naturforscher haben nicht sofort geglaubt, dass der Schlag dieser Fische ausgerechnet von Elektrizität ausgeht. Man nahm an, dass die Zitterale ihr Opfer auf mysteriöse Weise einfrieren. Im Juni 1772 bewies das Mitglied der Royal Society, John Walsh, jedoch, dass Zitterale Elektrizität nutzen, um ihre Opfer zu lähmen. Bei diesen einzigartigen Fischen ist sogar die Fortpflanzung ungewöhnlich. Das Weibchen und das Männchen suchen sich gegenseitig mit Hilfe von Impulsen, die sie im Wasser aussenden. Männchen senden starke und häufige Signale. Die Signale der Weibchen dagegen sind kurz und lang. Das Weibchen legt etwa 1200 bis 1700 Eier in ein gut getarntes Nest, das das Männchen aus seinem Speichel herstellt. Ist der Zitteraal für den Menschen gefährlich? Dieser Fisch kann tatsächlich eine tödliche Gefahr sein. Der Zitteraal ist aggressiv. Er kann ohne Vorwarnung angreifen, selbst wenn keine Gefahr für ihn besteht. Wenn ein Lebewesen in den Wirkungsbereich seines Kraftfeldes gerät, wird sich der Zitteraal nicht verstecken oder wegschwimmen. Für einen Menschen ist es besser, sich zu entfernen, wenn ein Zitteraal den Weg kreuzt. Man sollte diesem Fisch nicht näher als 3 Meter kommen. Das ist die Hauptreichweite des elektrischen Feldes. Eine Serie von Entladungen kann zum Herzstillstand führen und durch die Lähmung kann man sogar im flachen Wasser ertrinken, obwohl solche Fälle sehr selten sind. Aus verständlichen Gründen ist der Zitteraal bei den örtlichen Fischern nicht beliebt, sodass es praktisch keine Feinde für diese ungewöhnlichen Fische gibt. Dennoch kann ein großes Krokodil manchmal einen Zitteraal verspeisen. Auf die Population hat das aber keinen besonderen Einfluss. Die Lebenserwartung der Zitterale kann 10 oder sogar 15 Jahre übersteigen. Die Fähigkeit, elektrischen Strom zu erzeugen, ist nicht nur dem Zitteraal eigen. Diese Fähigkeit wird von etwa 250 Fischarten genutzt. Die elektrischen Organe dienen in erster Linie der Orientierung, aber auch als Werkzeug für Jagd und Schutz. Unter allen Vertretern der Tierwelt erzeugen jedoch nur 2 Arten von Fischen, Zitterale und Rochen, Entladungen mit einer Kraft, die einen Menschen lähmen oder sogar töten können. Interessant zu wissen, Forscher der Yale University und des National Institute of Standards and Technology argumentieren, dass es möglich ist, künstliche Zellen zu erzeugen, die nicht nur das elektrische Verhalten von Zellen der Zitterale reproduzieren, sondern es auch verbessern. Künstliche Versionen von Zitteraalzellen, die Elektrizität erzeugen, können als Energiequelle für medizinische Implantate und andere mikroskopische Vorrichtungen entwickelt werden. Das war's für heute. Schreibt eure Meinung zu diesem Video in den Kommentaren. Gebt dem Video ein Like und bis bald!